Wir spielen den Wahl Swiper. Den Wahlomat habt ihr wahrscheinlich vielleicht gestern, vielleicht auch vor ein paar Tagen schon auf meinem Kanal gesehen. Jetzt zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021. Hier steht sogar am 6. Juni findet die statt. Ja, das Prinzip ist bekannt. Wenn ihr das Video zum Wahlomaten zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt noch nicht gesehen habt, schaut mal da vorbei. Müsste oben in der Infobox verlinkt sein. Ist auch ganz toll geworden. Jetzt machen wir aber das andere, eine Wahlomat-Alternative. Ist nicht dasselbe wie ein Wahlomat, aber das Prinzip ist das gleiche. Wir schauen uns gleich mal an, so wie das geht. Man muss auch hier nach links und rechts. Hier wischt man nach links und rechts, also wie bei bekannten Dating-Apps, deren Namen hier nicht genannt werden müssen. Ja, da wird dann halt hier sein Match ausgewählt. Aber man klickt auch hier Ja oder Nein. Und ich find's also, um mal ehrlich zu sagen, ich würde nicht sagen, das ist besser als der Wahlomat, aber hat schon einige Funktionen. Ihr werdet es gleich sehen, die auch. Also macht dem Wahlomat auf jeden Fall berechtigterweise Konkurrenz. So, und jetzt haben wir hier so einzelne Kärtchen, die können wir hier. Wir können A hier draufklicken auf die Buttons oder wir können auch hier swipen. Dann haben wir schon die erste Frage. Nämlich Frage 1 von 37. Soll sich nicht Thesen, sondern hier Fragen, wenn man Ja oder Nein beantworten muss. Soll sich das Land Sachsen-Anhalt auf Bundesebene für die Einwanderungsgesetze nach australischem und kanadischem Vorbild einsetzen? Hier kann man es auch doppelt gewichten, kann man überspringen, Nein und Ja klicken. Und eine ganz interessante Sache hier beim Wahlswiper, wenn man sich jetzt fragt, kanadisches Vorbild, australisches Vorbild, was heißt denn das jetzt genau? Gibt es ein kleines Video, was hier verlinkt ist, kann man sich direkt angucken. Kanada und Australien haben Einwanderungsgesetze, die nach einem Punktesystem funktionieren. Je nachdem, welches Visum man möchte, um nach Australien oder Kanada einzuwandern, muss man Punkte in verschiedenen Bereichen bekommen. Punkte kann es etwa für berufliche Qualifikationen, Sprachkenntnisse oder finanzielle Unabhängigkeit geben. In Sachsen gibt schon andere Regeln. Ja, dann kann man halt hier sehr schön, kann man sich dann halt gucken, wenn man weiß, worum es geht, kann man dann auch doppelt gewichten. Wollen wir diesmal nicht. Und ich würde mal sagen, ich lehne es mal ab. Schieße mal nach links in die Nein-Zone rein. Sollen Schulnoten in Grundschulen als Leistungsbewertung beibehalten werden? Gleich mal doppelt gewichten und sagen, nein, die sollen nicht beibehalten werden. Das ist das weg damit. Kann man gleich wegschleudern hier. Will ich nicht. Noten bin ich ganz dagegen. So, die Ganztagsbetreuung, geht das gebührenfrei sein? Ja, aber hallo. So, in Sachsen-Anhalt das 8-jährige Gymnasium G8 als Standard beibehalten werden. So, jeder Schüler kostenfrei ein Notebook oder Tablet zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, es ist ja dringend, aber bitte dringend. Soll Online-Unterricht auch nach der Corona-Pandemie hinaus an Schulen eingesetzt werden? Unbedingt. Wahlalter ab 16 gelingt sie? Ja, definitiv. Aber mit Schmackes nach rechts. Sollen die Wahllisten für den Landtagswahl abwechselnd von mir aus? Weltfrauentag am März, gesetzlicher Freitag werden? Ja, sehr gerne. Besitz von Cannabis zum Eigenbedarf entkriminalisiert. Sind Corona-Einschränkungen exklusiv für Geimpfte gelockert werden? Podcast-Hörer wissen auch hier mehr, was unsere Einstellung dazu ist, was auch Mordis Einstellung und bei mir so ist. Also, geimpfte Lockerung, es ist. Nein. Bin ich dagegen. Keine Zweiklassengesellschaft, keine Priorisierung von irgendwas. Das ist, ja,
Hätte ich auch für nicht grundgesetztauglich, das ist absolut nicht. Denke ich, das kann man nicht machen. Sollen Klima- und Umweltkriterien bei öffentlichen Ausschreibungen des Landes verbindlich mit angelegt werden? Ja. Kann man, da sieht man halt, was für eine Umweltsau-Unternehmen man sich da bewerben will. Soll für öffentliche Projekte des Landes immer ein erhöhter Mindestlohn gezahlt werden? Soll das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche gelockert werden? Aber, hallo. Sollen Zweitstudiengebühren abgeschafft werden? Generell würde ich es abschaffen. Soll das Land Sachsen-Anhalt Stipendien an Studierende vergeben, die verpflichten, nach Studium in Sachsen-Anhalt zu bleiben? Soll eine landesweite Beschwerdestelle für Polizeiübergriff eingerichtet werden? Aber hallo, ja bitte. Soll die Bewachung politischer Extremisten ausgebaut werden? Sollen Migranten unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus arbeiten dürfen? Das ist so, da bin ich lange schon dafür. Sollen alle Menschen, die seit mindestens 5 Jahren im Land leben, auf Kommunal- und Landesebene wählen dürfen? Von mir aus auf Bundesebene. Das finde ich schlecht, dass die das nicht dürfen. Ich meine, wenn du in Deutschland lebst und du, wenn ich hier schon fest für Familie und Haus und Wohnung und so hast, das darfst du auch wählen dürfen. Mindestrente von 1200 Euro. Landeseigenes Erziehungsgeld eingeführt werden. Sollen Wölfe in Sachsen-Anhalt geschossen werden dürfen? Soll der Flughafen Leipzig weiter ausgebaut werden? Ich kenne den. Der Flughafen. Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn 100 Euro. Ja, bin ich für. Sollen Schüler und Auszubildende und Studierende kostenlos in den ÖPNV fahren können? Definitiv. Nur dafür. Da sehen wir es. Da hat hier mal, das ist der, da hat hier rechts der Wahlswiper. Hat er gut gemacht, hat er gut erkannt. Ist ein bisschen genauer, der Wahlswiper ist der Wahlomat. Sehen wir ja hier. Das ist ja offensichtlich. Hier die Partei auf dem ersten Platz, da haben wir die Linke. Hier können wir uns auch, aber im Vergleich mit Linken können wir auch einzeln, müssen wir jetzt eins auf die Partei draufklicken. Die Partei können wir gucken. Dann. Und wo die Partei. Wo haben wir denn keine Übereinstimmung? Die haben wir natürlich. Da sollen Corona-Einschränkungen exklusiv für Geimpfte. Partei hat seine Einstellung nicht begründet. Ich habe es begründet. Ja, doch, im weitesten Sinne. Nicht nur im weitesten Sinne. Weitestgehend, das war das, was ich sagen wollte. Wirklich durch, hier sieht doch ordentlich aus. Rot-Grün stimmt meistens überein. Das ist hier, so muss das sein. Mit der eigenen Partei einer Linie. 87,50%, ja. 100% wäre auch gruselig. Das kann man ja auch nicht. Auch genauso mit der Linken. Klimaliste. Was ist diese Klimaliste? Was ist die Partei? Das ist bei mir scheinbar hier wirklich auch oben drin. Werde ich niemals wählen, aber bei mir nur die Partei. Das ist die Piratenpartei, die wähle ich auch mal. Das könnte auch mal vorkommen, dass die mal ein Kreuz von mir kriegen. Wenn bei der Partei zum Beispiel die erste Stimme nicht vergeben ist, dann nehmen wir den sympathischen von der Piratenpartei. Ist auch ganz unterstützenswert, wie ich finde. Wir haben ganz unten die CDU. Was jetzt? Oha. Muss ich mir doch Gedanken machen. Die AfD noch über der CDU. Okay, ja. Muss ich mir Gedanken machen. AfD, LKR, CDU. Tierschutz hier, die Basis, FDP. Die Kleinstparteien hier unten halt.
Tierschutzpartei Freiwilliger viel zu hoch hier für meinen Geschmack. Parteifiltern, hier kann man auch sagen, mal die AfD raus. Mal die hier raus, die wieder. Die ganzen Unwichtigen. Hier rausgenommen. Aber hier die Liste, dann ist die Liste hier doch ein bisschen kürzer. Die Partei Linke, Klimaliste, Piratenpartei. Bündnis 90 Grüne, die Humanisten, Freie Wähler, FDP, CDU. Ja, brauchen wir gar nicht mal, wenn wir jetzt Bild speichern. Ja, da bin ich nach oben. Ich kann Fragen vergleichen, können wir auch noch machen. Die Linke. Gucken wir hier bei einzelnen Fragen gehen. Das hatten wir schon beim Wahlomaten. Die Corona-Pandemie haben schon eingesetzt. So Online-Unterricht. Ja, hier das. Ja, der Wuse hier unten ist dagegen und die AfD. Schule auf Unterricht. Oh nein. Hier haben wir die FDP und AfD, CDU und der Tierschutz. Wahlalter 16, auch interessant, die AfD ist dagegen, die Tierschutzpartei, die CDU ist dagegen. Bernd Lucke ist dagegen, die Corona-Deppenpartei. Okay. Na dann, ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und das nächste Video nicht verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Haut rein. Und ja, man sieht sich. Haut rein. Ciao.